Der gefährliche Fund einer jungen Frau beschäftigt jetzt die Kriminalkommissare Eckhard Greitner und Linus Haie. Klopf, klopf! Moin. Hallo. Na du? Ihr wollt zu mir? Ja, natürlich. Oh Mann. Ja, gerne. Du bist ja ehrlich zum Spaß. Könntest du das an die Kollegen der PD Wetterau? Ja. Hey! Waffe runter! Waffe runter! Aber ganz schnell! Beides hinlegen. So, jetzt die Arme da hinten. Die Arme. Was wird das denn? So, und jetzt ganz ruhig. Okay. So, kommen Sie mal hoch. Abgeben. Sie kommen hier so mit der Waffe rein und wollen die abgeben? Wenn man eine Waffe findet, ist es natürlich vollkommen richtig, die Polizei sofort zu informieren. Im Optimalfall schleppt man das Ding nicht durch die Gegend und gibt sie an der Wache ab, wie es die junge Frau getan hat, sondern man ruft die Polizei, lässt die Waffe, ohne sie anzurühren, liegen und dann kommen wir oder Fachleute im Zweifelsfall sogar aus unserer Waffenabteilung und die machen das dann sachgerecht mit der Sicherung. Was hat es denn damit auf sich, bitte jetzt? Ich habe die bei mir heute Morgen in der Wohnung gefunden. Und in der Wohnung haben Sie eine Waffe gefunden? Ja. Wieso finden Sie in Ihrer Wohnung eine Waffe? Wem gehört die? Das weiß ich nicht. Also ich habe eine Vermutung, aber deshalb bin ich ja jetzt auch bei Ihnen, weil ich die eigentlich abgeben wollte. Ich will sowas ja auch nicht bei mir haben. Also haben Sie noch nie gesehen in der Wohnung? Nein. Wer wohnt denn da bei Ihnen noch? Ja, aktuell keiner, aber ich weiß, dass gestern mein Ex-Freund da war. Der wollte seine Sachen abholen. Und da hat er zum Tausch eine Waffe dagelassen, oder? Ich vermute, weil ansonsten hat keiner irgendwie Zugang zu meiner Wohnung. Also der ist der Letzte gewesen, der da war. Ich war gestern arbeiten und heute Morgen beim Saubermachen habe ich die gefunden. Die Kriminalkommissare wollen die Frau zu ihrem mysteriösen Waffenfund befragen und anhand der Seriennummer den Eigentümer der Pistole ermitteln. Gibt es denn mehrere Schlüssel zu Ihrer Wohnung? Wer könnte in Ihre Wohnung gehen, ohne dass Sie daheim sind? Nur ich und Tobias, aber der jetzt auch nicht mehr, der hat den Schlüssel gestern dagelassen, nachdem er die letzten Sachen abgeholt hat. Also wir haben uns getrennt vor einem Monat. Ja, ja, ja. Und er hatte jetzt halt noch den Schlüssel und war gestern da und hat halt seine letzten Kartons und Sachen mitgenommen. Ich hatte jetzt aber auch keinen Argwohn, dass ich ihm den Schlüssel hätte abgenommen, weil wir so eigentlich ein gutes Verhältnis haben. Wo oder was arbeitet denn Ihr Ex-Freund, Mann? Der arbeitet im Baumarkt. Im Baumarkt? Mhm. Weil die Waffe ist vor anderthalb Jahren als gestohlen gemeldet worden bei einem Sicherheitsservice, Tripod oder irgendwie sowas. Ja, ja. Die Ermittler nehmen an, dass die Waffe gestohlen wurde, um damit ein Verbrechen zu begehen. Daher verlieren sie keine Zeit und bitten die junge Frau um die Daten ihres Ex-Freundes. Streifenbeamte sollen ihn auf die Wache bestellen. Die Waffe habe ich halt, ich habe sauber gemacht heute Morgen. War die versteckt so mehr oder was? Ja, in der Sofaritze war sie. Ich weiß nicht, ob man die dann unbedingt versteckt, weiß ich nicht. In der Sofaritze, da findet man sonst immer nur die Fernbedienung. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber eine Waffe habe ich da auch noch nie verloren. Ja, ich dachte, heute hat einer, also wenn er es nicht war, noch haben wir überhaupt keine Ahnung, wer da in Frage käme. Also bislang ist eigentlich er und sie wären die beiden Einzigen, die da die Möglichkeit gehabt wobei, haben. Mir fällt noch ein, ich habe heute Morgen hat es bei mir an der Tür geklingelt. Ich war nicht ganz so schnell und dann wurde aber Sturm geklingelt. Und kurze Zeit später hat halt auch jemand extrem gegen die Tür getrommelt. Also es hat sich angehört wie getreten und ich weiß es nicht. Ich hatte Angst, ich habe die Tür nicht aufgemacht. Ich habe auch war irgendwie. Mit Sicherheit kein Paketdienst. Die ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Tobias war. Also wenn, nee. Da haben weiß Sie nicht man, gesehen, wer es war? Nee, kein Spion oder aus dem Fenster geguckt? Oder? Gemacht. Ich Auto nur, gehört, Motorrad, irgendwas? Nee, das Einzige, was ich noch gehört habe, ist eine Nachbar, also ich denke mal, das wird Frau Meinert gewesen sein, die hat sich über den Lärm beschwert und hat halt dann auch laut gesagt, dass sie die Polizei ruft, wenn jetzt nicht mal Ruhe ist. Und dann war die Person weg. Der Dieb scheint seine Waffe also schon zu vermissen und dringend zu benötigen. Noch ist allerdings unklar, was der Unbekannte plant. Die Polizisten wollen prüfen, ob der Ex-Freund der jungen Frau etwas damit zu tun hat. Ihre Kollegen von der Streife haben den Mann inzwischen auf die Wache gebeten. Sie haben jetzt wahrscheinlich überhaupt keinen Plan, weswegen Sie hier sind. Nein. Gehe ich von aus. Weiß ich nicht. Gut. Sie waren in der Wohnung Ihrer Ex-Frau oder gestern, Freundin? Ja. Gestern. Da habe ich meinen Krempel abgeholt. Okay. Sie haben was abgeholt. Haben Sie auch was dagelassen? Nee. Wieso? Sicher, dass da nichts übrig geblieben ist? Ich denke, ich habe alles. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, das ist die Frage, die wir Ihnen stellen. Genau. Denn da ist in der Wohnung Ihrer ehemaligen Freundin ist etwas sehr Wesentliches vergessen oder versteckt worden. Und deswegen sind Sie jetzt bei uns und nicht zu Hause. Waren Sie alleine in der Wohnung? Ja, ich war alleine. Sind Sie ganz sicher? Ja.
Dann ist das da irgendwie von der Hand. Mal. Was ist das denn? Also ich würde sagen, das ist eine Waffe. Was meinen Sie? Also ich weiß nicht, was das ist. Also, ja, klar, ist eine Waffe, aber... Dann sind wir uns ja schon mal einig. Und diese Waffe liegt plötzlich in der Wohnung Ihrer Ex-Freundin, nachdem Sie da waren. Wo kommt die her? Ja, also meine ist es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Ihre ist. Also nee, Ihre ist es auch nicht. Also und Sie sind der Einzige, der in der Wohnung war. Wie viele Kartons haben Sie denn da rausgeschleppt? Haben Sie das alleine gemacht? Komm, tun Sie Butter zu den Fische. Ja, schön sagt. Ich hatte noch zwei Helfer dabei. Aha, aber war schon mal zwei Mann mehr. Ja, das waren zwei Kollegen aus dem Fitnessstudio. Die habe ich gefragt, ob die mir helfen beim Tragen. Fitnessstudio? Ja. Und die bringen die Waffe mit? Seit ein paar Wochen. Nicht so lange, also nicht wirklich. Haben Sie irgendwie was mitbekommen, dass die da rumgewuselt haben? Hat sich einer irgendwo aufgehalten, wo er sich normalerweise Ihrer Anweisung nach nicht hätte aufhalten sollen? Nee, wir haben halt das Zeug rausgebracht, haben kurz noch mal auf dem Sofa gesessen, dann verschnauft, war halt auch nicht wenig. Haben Sie denn noch Namen derer, die Sie begleitet haben? Ja, der Raffi und der Marc. Raffi ist eine Kurzform. Raphael. Ja. Welches Fitnessstudio ist denn das? An der Ronsdorfer Straße. Da gibt's noch eins. Okay, also definitiv ist das nicht Ihre Waffe, sagen Sie? Definitiv nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Sie haben auch sonst keine. Nie eine gehabt, dürfen keine besitzen und so weiter. Also im Moment sind Sie Beschuldigter im Bereich des illegalen Waffenbesitzes. Sie sind zumindest dringend tatverdächtig, das möchte ich Ihnen nur sagen. Dann wäre das nicht schlecht, wenn wir das mal aufklären. Ich bin Filialleiter in dem Baumarkt auf der Ronsdorfer Straße und das ist gerade das wäre schlecht. Tödlich. Ja. Der Mann erscheint den Kripo-Beamten glaubwürdig. Seine Unschuld an dem Waffendiebstahl ist aber noch nicht bewiesen. Um die Daten seiner beiden Umzugshelfer zu ermitteln, verschafft sich Kriminaloberkommissar Linus Haie Einblick in die Mitgliederliste des Fitnessstudios. Alle Marx, alle Raphaels. Mögen Sie mal eben bitte hier raufschauen, ob Sie da einen von kennen? Also das sollen jetzt die Marx und Raphaels dieses Fitnessstudios sein. Nee, die also, kenne ich nicht. Ja, möglicherweise, wenn Sie da, aber die sind da definitiv in dem Fitnessstudio. Ja. Gut, das ist der Nächste. Den kenne ich, das ist der Marc. Das ist der Marc, der mit Ihnen die Kartons geschleppt hat. Okay. Wieso, aber dann wird ja wahrscheinlich einer von den beiden heute Morgen auch bei mir an der Tür gewesen sein. Heute Morgen? Was war denn heute Morgen? Das kann man nicht angehen. Also wir haben das ist der falsche Marc. Gucken Sie noch mal eben weiter. Nee. Raphael. Nee. Noch ein Raphael. Das ist der Raphael. Linus Haie überprüft die identifizierten Männer in der polizeilichen Datenbank. Und tatsächlich handelt es sich bei ihnen um vorbestrafte Gewalttäter. Die Kriminalisten befürchten, dass sie bereits das nächste Verbrechen planen. Tobias, merkst du eigentlich, was du da gemacht hast? Die wissen, wo ich wohne. Die standen wahrscheinlich schon heute Morgen bei mir vor der Tür. Wenn die vielleicht rauskriegen, dass ich damit zur Polizei gegangen bin, Das waren zwei total nette Typen. Ich dachte, das wäre total nett. Die haben halt erzählt vom Sicherheitsdienst, wo sie gearbeitet haben. Beide haben beim Sicherheitsdienst gearbeitet? Ja, haben die erzählt. Und was für ein Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung. Die haben halt gesagt, dass sie da ganz viele prominente Leute kennengelernt haben. Oh, prominente Leute, das kann ich mir vorstellen. Kennen Sie den Sicherheitsdienst Tripod oder Tripod? Mal gehört? Sagt mir nichts. Okay, nur Sicherheitsdienst. Tripod. Ja, eben. Da ist die Waffe weggekommen. Da ist die Waffe, ja. Und die beiden waren mal beim Sicherheitsdienst. Ey, das stimmt. 2 und 2 ist ungefähr 4, oder? 2 und 2 ist 4 und... Der Mann gesteht, von den Berufen der Personenschützer beeindruckt gewesen zu sein. Deswegen hat er ihnen stolz von dem vielen Geld erzählt, das er als Filialleiter jeden Abend zählt. Ach, scheiße, ich hab denen gesagt, dass wir letzte Woche kein Geld abholen konnten aus der Filiale. Und das kommt heute... Oh, nicht, dass Sie unsere Filiale überfallen wollen. Moment mal, Sie letzte Woche kein Geld abholen. Wann wird denn Ihr Geld immer abgeholt? Immer um 18 Uhr. Letzte Woche wurde es nicht abgeholt. Das wird heute abgeholt. Also heute ist richtig ordentlich Kohle da. Und das wissen die beiden. Und das sind keine Guten. Und einen Vorteil haben wir. Ich muss gucken, ob da alles noch ist. Wahrscheinlich haben sie die werden noch eine andere haben. Ich lasse dich da jetzt nicht alleine hin. Was haben Sie gesagt? 18 Uhr? Ja. Das ist in 20 Minuten. Da kommt nix. Pass auf. Scheiße. Mit Unterstützung von Streifenbeamten fahren die Ermittler den Baumarkt an, um einen Überfall zu verhindern. Der Filialleiter soll sie durch einen Hintereingang ins Gebäude führen. Die beiden mutmaßlichen Täter gelten als äußerst gewaltbereit und könnten Menschenleben in Gefahr bringen. Vor Ort kommt es noch zu einem kritischen Moment. Wer ist denn der zu? Der weiß ich nicht. Der sollte eigentlich offen sein um die Uhrzeit.
schon auf. Warum ist denn da zu? Hallo? Grüß Gott, die Polizei. Gehen Sie mal weg von der Tür. Weg von der Tür, weg von der Tür. Und sehen Sie zu, dass Sie hier... Kein Mensch da. Wir können hinten rein. Ich habe einen Schlüssel. Lass uns durch den Hintereingang. Und wir jetzt dahin? Sie bleiben hier stehen. Sie bleiben hier. Hey! Hände weg! Polizei! Hallo, Polizei! Hände weg! Stehen bleiben! Ja, wunderbar! Tritt das Messer weg! Bleib hier! Tritt das Messer weg! Weg, weg! Hey! Polizei, bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Lass du hinterher! Polizei! Lass die Waffe fallen! Ich hab Sie gewarnt! Was ist los? Komm, komm, das ist ein Beinschuss. Sie sind noch nicht tot. Scheiße. Shit. Ja, wir haben Sie gewarnt. Mal gucken, mit wem haben wir denn das Vergnügen? Pass auf, dann machen wir die Handfesseln vorne, ja? Egon von 3216. Ja. Ich meine, noch einen Moment ruhig liegen. Hier an unserem Einsatzort am Baumarkt bitte mal fix ein RTW oder NEF, Person mit Schussverletzung. Man kann unter gewissen gesetzlich festgelegten Voraussetzungen von der Schusswaffe Gebrauch machen. Hier war das nach meinem Erachten absolut der Fall. Deswegen habe ich es getan. Trotz allem ist das eine sehr belastende Situation und da braucht man ein paar Tage, bis man da erstmal wieder zur Ruhe kommt. Erzähl mal, was war das hier für eine Geschichte? Ha? Ach, das ist eine blöde Sache, da ist er involviert. Er ist involviert. Inwiefern? Ja. Warum? Ich dachte, du wärst ein Kumpel. Du hast mir noch beim Umzug geholfen und dann machst du da jetzt überfällst du meinen Laden hier. Was soll das? Wir hatten heute hier das Glück, dass einer der Täter so blöd war und hat seine Waffe, die sehr wahrscheinlich für diesen Raubüberfall eingeplant war, in einer Sofaritze verloren. Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit, das Geld war nur heute in diesem Umfang hier, haben sie wohl keine Zeit gehabt, sich eine neue Waffe zu besorgen. Und so hatte zum Glück einer halt nur das Messer und der andere war anfangs völlig unbewaffnet. Auch bei Tätern hat die Erstversorgung Vorrang vor einer Vernehmung. Die Kriminalisten vergewissern sich, dass es den Angestellten des Baumarkts gut geht und identifizieren den zweiten Straftäter. Alle wohl auf, wie es aussieht. Wie geht's Ihnen? Wollen wir mal gucken, wer sich unter dieser Maske verbirgt? Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ne? Na, was ist los? So, ach, den habe ich auch schon mal gesehen auf dem Bild. Das ist der Raphael, oder? Ja, nix da. Ging mal schön in die Hose, ne? Ja, was denn, ey? Ach, der hat jetzt genug Zeit zum Bücherschreiben. Ja, Fitness machen, auch. Ist alles da. Ich glaube auch. Ja, finde ich gut. Bisschen beleidigen ist nie verkehrt. Ich glaube, wir packen ihn mal ins Auto bei euch, weil er übernachtet heute mal. Bringt dann auf die Wache unten ins Loch und fertig. Auf unsere beiden Täter wird nach dem Raubüberfall mit Geiselnahme, Freiheitsberaubung und so weiter natürlich einiges zukommen. Wir dürfen nicht vergessen, beide haben schon einiges in ihrer Akte stehen, sind also keine weißen, sondern schwarze Schafe, also schon Polizei bekannt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Richter da milde walten lässt, sondern die beiden werden wahrscheinlich ein eingeschenkt bekommen. Ich sag mal, Fall gelöst, mehr oder weniger, aber... Das ist doch der. Ja, das sind die beiden, klar. Mit dir alles in Ordnung? Mir geht's wieder gut. Okay. Alles in Ordnung. In dem Moment blendest du alles aus. Ja, klar. Wichtig ist, dass er euch oder den Kollegen da nicht. Aber. Nee. Die beiden Täter werden dem Haftrichter vorgeführt und kommen in Untersuchungshaft. Sie werden zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Filialleiter wird nicht belangt.